2 Jahre Express und natürlich kommen da auch viele Gäste zu uns ins Studio und da freue ich mich ganz besonders, dass ich auch Dominik Nepp, Landesparteichef der FPÖ und Stadtrat in Wien, begrüßen darf. Herzlichen Dank fürs Kommen, Herr Nepp. Danke für die Einladung. Herr Nepp, wir blicken ja da ein bisschen zurück, jetzt die 2 Jahre vom Express. Was war denn so der größte Aufreger in der Politik für Sie in den vergangenen 24 Monaten? Wo sagt man jetzt, puh, das war aber echt heftig. Einerseits als Thema für Sie, für die FPÖ, andererseits auch belastend für die Wiener selbst. Einmal zuallererst Gratulation zu 2 Jahren. Danke, Freunde. Vor allem, weil es ja da doch auch viel Gegenwind gegeben hat und dass man sich da so durchsetzt. Gibt's immer noch, ja. So ist es. Und dass man sich da durchsetzt und durchkämpft. Gratulation. Wir hatten auch letzten 2 Jahre, hatten wir es ja auch nicht leicht und hätten auch viele die FPÖ in Wien gerne hätten scheitern gesehen. Aber wir haben uns auch zurückgekämpft und sind jetzt von 7% auf 20% und sind wieder die stärkste Oppositionskraft. Und das ist wichtig. Denn die Wienerinnen und Wiener haben ja bemerkt in den letzten 2 Jahren, dass ja irrsinnig viel falsch läuft. Ja. Sei es diese ganzen Skandale um die Kindergärten, wo man jetzt draufgekommen ist, dass das Geld versickert ist in Millionenhöhe und sich Menschen bereichert haben. Und das ist alles Steuergeld, muss man wissen. Bis hin auch jetzt zu den Teuerungen. Und ich glaube, das hat sich jetzt eigentlich hoch eskaliert. Die Stadt Wien war ja nie billig. Bürgermeister Ludwig hat ja ständig alles verteuert, sei es sogar bei der Hundeabgabe, bei den Bädereintritten und so weiter. Und trotz Corona, wo ja viele schon eigentlich in den letzten 2 Jahren eh schon leiden mussten, viele in Kurzarbeit geschickt werden mussten, viele die Arbeitsplätze verloren hat, hat sich Ludwig nicht dazu entblödet, ständig in Wien alles teurer zu machen und sogar jetzt in der höchsten Teuerungsphase mit der größten Inflation sogar bei den Schwächsten der Schwachen abzuzocken. Und das sind die Bewohner im Gemeindebau. Und jetzt auch hier mit 1. April den Mietzins erhöhen will. War nicht der größte Skandal, so von meiner Beobachtung, also diese ganze Wien-Energiekiste, die da im Vorjahr aufgepoppt ist, wo ja jeder nur noch den Kopf geschüttelt hat, dass man über Nacht plötzlich 2 Milliarden Euro Staatshilfe braucht, weil sonst am Montag die Lichter ausgehen in der Stadt. Also das war ja wirklich, das hat es ja auch schriftlich gegeben, hat dann geheißen, nein, es war ja eigentlich gar nicht so dramatisch. Naja, die Wien-Energiemanager haben das selbst schriftlich so festgestellt, wenn sie die Staatshilfe nicht kriegen, dann gehen die Lichter aus, dann haben wir kein Gas mehr, keine Heizung mehr. War das der größte Skandal oder gibt es da noch irgendwas, wo Sie sagen, eigentlich war das noch heftiger? Also wenn man 1,4 Milliarden Euro wie der Bürgermeister in einer Nacht- und Nebelaktion verschiebt, ohne die Bevölkerung zu informieren, ohne den Gemeinderat zu informieren, ohne den Stadtrat zu informieren, das war mit dieser angeblichen Notkompetenz, dann ist das eins der größten Skandale. Hier wollte man rote Spekulationsverluste verstecken, indem man sich auf eine Notkompetenz berufen hat. Hat man gehofft, bis man informieren muss oder wenn man überhaupt informiert hätte, wäre das ja untergegangen. Das ist ja dann noch weitergegangen, dass man 2 Milliarden Euro gebraucht hat vom Bund, weil eben sonst die Lichter ausgegangen wären in Wien. Und da sieht man, dass einfach diese großartige Daseinsvorsorge, die die SPÖ immer in Wien propagiert und sich damit selbst rühmt, wie toll nicht Wien ist, nicht mehr funktioniert. Und sei das jetzt im Energiebereich, wo man jetzt 5 Milliarden Euro an Sicherheiten zur Verfügung stellen musste von der Stadt Wien, bis hin zum Gesundheitsbereich, wo ja jeder erkennt, dass das Gesundheitssystem krank, dass es zu wenig Betten gibt, zu wenig Ärzte gibt, zu wenig Pflegepersonal. Ja, aber da gibt es ja sogar genug Betten, aber die stehen leer. Also 800 Pflegebetten in Wien, das war die letzte Zahl, die wir gehört haben, offiziell von der Stadt Wien, können eigentlich nicht belegt werden mit Patienten, weil das Personal fehlt. Also ja, volkswirtschaftlicher Katastrophe. Ja, man baut ein neues Spital wie das Krankenhaus Nord. Das hat ca. 700 bis 800 Betten. Und wenn man alle leeren Betten in Wien, die nicht quasi bewirtschaftet werden können, wo man keine Menschen mehr versorgen kann dort, zusammenrechnet, dann ist das circa ident. Das heißt, man könnte sagen, man hat das Krankenhaus Nord fast umsonst gebaut, weil genau diese Betten, umsonst was nicht. Umsonst hat den Steuerzahler viel gekostet. Aber es gibt dort keine Leistungen, weil eben 800 Betten in Wien leer stehen. Zu wenig Pflegepersonal, zu wenig Ärzte. Jetzt eine große Pensionierungswelle und die Stadt Wien schaut tatenlos zu und ist immer wieder überrascht, wie so etwas passieren konnte, dass eigentlich diese Unfähigkeit in dieser Wiener Stadtregierung, sei es jetzt beim Herrn Hanke mit der Wien-Energie, sei es beim Herrn Hacker im Gesundheitsbereich, sei es beim Herrn Wiederkehr in dem ganzen Kindergartenbereich,
beginnt immer der Kopf zum Stinken und das ist halt der Bürgermeister Ludwig. Und deswegen sage ich, haben die Wiener einfach auch nicht mehr die Zeit und die Kraft, diese Teuerungen zu stemmen und bis 2025 im Oktober zu warten, bis wieder Wahlen sind. Wir bräuchten jetzt so schnell wie möglich Neuwahlen, dass auch die Wienerinnen und Wiener darüber urteilen können, ob sie weiter diesen Teuerungsbürgermeister haben wollen, Bürgermeister Ludwig, der alles teuer macht, oder auch eine freiheitliche Alternative wählen will, wo wir sagen, dass die Mietzinspreise gesenkt werden und auf das Niveau zurückgeführt werden und eingefroren wird, wo man den Menschen wirklich hilft mit Energiepreisbremsen und nicht das Geld einfach ausschüttet, vor allem im Bereich der Mindestsicherung, 600 Millionen Euro pro Jahr an Nichtstaatsbürger. Das Geld möchte ich lieber haben im Bereich der Bildung, im Bereich der Pflege, im Bereich auch der Spitäler. Dort wird das Geld besser aufgehoben und genau diese Wahl gilt zu treffen und besser jetzt als bis 2025, bis Bürgermeister Ludwig Wien noch weiter abgewirtschaftet hat. Herr Nepp, Ihnen müsste ja die Rede von Kanzler Nehammer durchaus gefallen haben. Er hat ja gesagt, naja, die, die erst 5 Jahre da sind, die sollen alle, also die zugewanderten Menschen, nur noch 50% des bisher ausgezahlten Sozialgeldes erhalten. Ist das ein Lösungsansatz oder wie sehen Sie das? Also das ist ein freiheitliches Konzept. Ich bin froh, wenn er das jetzt auch erkannt hat. Und es wäre wichtig, nur umzusetzen. Ich fürchte halt, dass es die schwarz-grüne Bundesregierung nicht schafft, umzusetzen. Aber es ist eben wichtig, dass man nicht Leute weiter hierher lockt und einfach wahllos eine Mindestsicherung auszahlt an Nichtstaatsbürger, an Menschen, die einen angeblichen Asylgrund haben, aber in Wirklichkeit nur Wirtschaftsflüchtlinge sind und sich hier reinschummeln, also eigentlich illegale Eindringlinge sind in unser Sozialsystem. Dafür war es nicht gedacht und darum ist es wichtig, von Anfang an zu sagen, wer hier nichts verloren hat, wer sich hier reinschummelt, wird sofort wieder abgeschoben und es gibt keine Sozialleistungen mehr für diese Menschen, weil es kann nicht sein, dass jeder von uns in der Früh aufsteht, ehrlich hackeln geht, rund um die Uhr noch schaut, wie er die Familie noch rüberbringt, wie man für die Kinder noch vielleicht ein oder anderen auch noch Sportgerät kaufen kann, ob man die Heizung am Ende des Monats zahlen kann, ob man noch Essen sich am Ende des Monats leisten kann, dass jeder von uns strauchelt und dann kommen Menschen daher, die hier nichts verloren haben und in einer quasi in einem Susi-Sorglos-Paket 950 Euro im Monat bekommen, plus sämtliche Befreiungen von Gießgebühr, Rezeptgebühr, wofür jeder von uns zahlen muss, das versteht keiner mehr. Hier wird der echte Wiener und der echte Österreicher einfach zu einem Bürger zweiter Klasse degradiert und das wird es mit mir sicher nicht geben. Sie haben es gerade erwähnt, die Gießgebühr, da möchte ich gleich einhaken. Es ist ja ein interessantes Modell jetzt geplant, eine ORF-Steuer für alle, also für 4,2 Millionen Haushalte. Es kommen dann halt 500.000 Gießgebühren oder ORF-Steuerzahler dazu. Was wäre denn so das freiheitliche Modell für den staatlichen oder den gebührenfinanzierten Rundfunk, dass man trotzdem noch eine Informationsschwelle, Informationsangebot hat, aber auch, dass das halt vielleicht etwas wirtschaftlich abläuft? Also mein persönliches Lieblingsmodell wäre, dass wer das sehen will, soll auch zahlen. Und wer sich den oftmaligen Schwachsinn dort nicht anschauen will, der muss auch nicht zahlen. So wie es heutzutage üblich ist, wie bei Netflix, Sky oder sonstigen Anbietern. Und dann wird man nämlich sehen, ob dann wirklich der ORF so beliebt ist. Weil die eigenen ORF-Umfragen, die bestätigen sich ja immer selbst und sagen, wie toll nicht der ORF ist und jeder möchte den ORF haben. Dann sage ich, passt, dann machen wir die Probe aufs Exempel, einen Lackmustest. Wer zahlen will, soll es auch sehen dürfen und wer es nicht sehen will, der muss nicht zahlen. Und das wäre das ehrlichste Modell und dann wird man sehen, ob dann diese ganzen selbsternannten Superstars aus diversen auch Informationssendungen, denke ich, nichts anderes machen, als irgendwelche Teleprompter runterlesen, aber glauben Sie, sind die größten Stars, ob die dann auch wirklich noch so gewollt sind und ob dann der Kunde und der Konsument bereit ist, für so etwas zu zahlen. Wir haben ja da in Niederösterreich jetzt eine interessante Entwicklung auch. Das ist auch eine Koalition zwischen der ÖVP-Landeshauptfrau mit Udo Landbauer, dem niederösterreichischen FPÖ-Chef, stattfinden wird. Jetzt meine Frage, wäre das auch ein Modell, wo Sie sagen, na, das könnte man auf Bundesebene auch probieren, zu gewissen Bedingungen? Und was wären die Bedingungen? Also ich glaube, wichtig ist, egal ob das jetzt Landesebene betrifft oder auch Bundesebene, dass wir als FPÖ sagen, wenn jemand bereit ist, unsere Punkte umzusetzen, dann sind wir auch bereit, in eine Regierung zu gehen. Das, was wir nicht machen, ist sicher so wie andere Parteien, Regierung um jeden Preis. Man nehme jetzt an, in Wien die Neos mit dem Herrn Wiederkehr, der da noch gerumpelt hat, gesagt, wir sind die Kontrolle in der Regierung und wir werden da aufräumen in Wien, wenn wir in der Regierung sind. Kaum sind sie drinnen, fallen die um, haben ihre Standpunkte verloren und das gibt es bei uns nicht. Da haben wir sicher Punkte auch im Thema Asyl, im Thema Sicherheit.
aber auch im Bereich auch der Gesundheitsvorsorge, wo wir sagen, das sind unsere Kernthemen, das heißt keine weitere illegale Zuwanderung, Grenzen schließen, keine Sozialleistungen mehr an Nichtstaatsbürger auszahlen, das wären so die Kernpunkte. Und wenn sich dann eine Partei bereit erklärt, auf unseren erfolgreichen Weg auch einzuschwenken und mit uns diese Punkte umzusetzen, bin ich auch für eine Regierungsverantwortung selbstverständlich auch auf Bundesebene bereit. Schauen wir noch einmal in die Zukunft in Wien. Was werden da so die Schwerpunktthemen sein, die die FPÖ jetzt angeht in den nächsten 2 Jahren? Wir haben eine massive Teuerung. Kann man da als Regionalpolitiker noch was machen oder ist man da überhaupt schon so abhängig von den globalen Entwicklungen, dass man sagen muss, das gehört eigentlich EU-weit geregelt, das müsste man eigentlich anders machen? Das ist immer gerne die Ausrede vom Bürgermeister Ludwig, das ist ja alles ein globales Problem. In Wirklichkeit gibt es ja auch jetzt ein Gutachten, das erstellt wurde über die Preisentwicklung in der Wienenergie, das ja ausdrücklich bestätigt, dass jeder Wiener 25 Cent mehr gezahlt hat aufgrund von falschen Spekulationsgeschäften von roten Managern bei der Wienenergie. Und das Orge ist, dass die ja nicht einmal das ändern wollen, sondern sie machen alles weiter zum Profit des Unternehmens, wo gleichzeitig ja wieder dann die Boni ausgeschüttet werden für die roten Superstars, die dort spekulieren die ganze Zeit. Ja, aber die sind ja nicht einmal damals gefeuert worden, obwohl ja die Krisensituation verursacht. Die sitzen ja nach wie vor in ihren Managerbüros. Die halten alle zusammen, dieses rote Netzwerk. Ja. Aber auf den Kunden wird vergessen. Man bereichert sich am Kunden, man sackelt den einfachen Wiener und Wienerinnen sackelt man einfach aus. Jetzt ist bestätigt, jeder zahlt schon einmal 25 Cent mehr, nur aufgrund der falschen Handelsmodelle, die diese Superstar-Manager da eingegangen sind. Im Endeffekt bleibt der Kunde über. Und da sage ich auch, wenn wir Verantwortung haben in Wien, dann steht der Wiener und die Wienerin im Mittelpunkt und nicht irgendwelche roten Top-Manager, die sich da Millionenbonus einstreifen. Ja, hoffen wir, dass das besser wird, auch in Wien jetzt, auch mit der Preissituation sind ja sehr viele Menschen belastet. Ich habe mir das selber angeschaut bei der Servicestelle der Wienenergie. Ich würde das jedem Politiker empfehlen, sich das einmal nur 1-2 Stunden anzusehen, mit den Menschen dort zu reden. Es würde da sehr, sehr viele Stimmen zum Abholen geben. Übrigens ein kleiner Tipp noch. Herzlichen Dank, Herr Nepp, fürs Kommen. Danke vielmals für den Besuch im Studio und ich gebe zurück in die Regie.